Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute bei Annette zu Gast und ihrem Team. Wir sind in der Mühlenstraße und in diesem Geschäft gibt es schicke Sachen für die Frau und für die Wohnung. Annette, wie haltet ihr euch denn fit? Ja, wir laufen und stehen ja den ganzen Tag, was sehr anstrengend ist. Die Belastung geht damit auch auf den Rücken, auf die Beine und auf den Füßen. Aber wie gesagt, wir treffen uns einmal die Woche zur Pilatesstunde im Team und das macht uns ganz viel Freude auch. Und wir zeigen den Zuschauern jetzt einige Pilates-Übungen. Für unsere erste Übung legen wir uns auf den Rücken und heben ein Bein. Wir drücken die Schultern und Arme fest in den Boden und auch das Becken festmachen, die Bauchmuskulatur schön anspannen. Jetzt wird das Bein gekreist. Die Kreise werden nur so groß gewählt, wie das Becken stabil auf dem Boden bleibt. Das untere Bein kann wahlweise angestellt werden, wenn die Beweglichkeit nicht ganz so gut ist, oder eben gestreckt werden. So, los geht's. Die Beine kreisen, dabei das Becken fest auf den Boden drücken und auch die Schultern nach unten in die Unterlage spannen. Ganz wichtig, ruhig und gleichmäßig weiteratmen. Wechselt die Richtung. Schön die Kreise nach oben an die Decke malen. Die Bauchspannung nicht vergessen. Und noch 4 und 3 und 2 und 1. Wir wechseln. Bauchspannung wieder herstellen, auch die Schultern wieder nach unten drücken und in eine Richtung beginnen. Wieder die Spannung gut halten im Bauch und nur aus dem Hüftgelenk herauskreisen. In die andere Richtung. Und noch 4 und 3 und 2 und 1 und ablegen. Bei unserer nächsten Übung legen wir uns auf die Seite. Den unteren Arm schön lang strecken und den oberen Arm nehmen wir zum Abstützen. Jetzt sollen beide Beine geschlossen gehoben werden. Bauch spannen, die Beckenknochen senkrecht übereinander halten und dann die Beine heben. Langsam wieder senken. Schön heben und die Spannung halten und wieder senken. So, das Becken senkrecht halten, Bauch spannen und los geht's. Beide Beine heben und wieder senken. Die Beine schön heben und wieder senken. Dabei ausatmen und wieder ein. Wichtig ist, dass wir senkrecht bleiben, heben und wieder senken. Spannen und wieder senken. Heben. Und wieder senken, heben und senken, heben und senken. Noch 4 und wieder ab. Und 3 und wieder ab. 2 und ab. Und einmal noch heben und senken. Wir wechseln die Seite. Wieder ganz lang machen. Bauchspannung herstellen, Beckenknochen senkrecht und los geht's. Beine schließen und heben und wieder senken. Heben, ausatmen und wieder senken. Spannen und wieder senken. Heben. Und wenn wir die Beckenknochen schön senkrecht lassen, dann spürt man diese Übung sehr gut in der Taille. Und heben und wieder senken. Heben. Und wieder senken. Hoch und ab. Ganz ruhig weiteratmen. Und die letzten 4. Noch 4. Und wieder ab. Und 3. Und wieder ab. Und 2. Und wieder ab. Und 1. Und lösen. Bei unserer nächsten Übung heben wir nacheinander die Beine nach oben. Achten darauf, dass sowohl im Hüftgelenk als auch im Kniegelenk ein rechter Winkel ist. Der Bauch muss richtig fest angespannt werden.
Die Schultern werden auch nach unten gedrückt und jetzt wechselseitig ein Bein nach vorne tippen. Dabei soll der rechte Winkel im Kniegelenk erhalten bleiben. Das heißt also, Bauchmuskulatur gut anspannen. Zuerst den Bauch festspannen und die Schultern nach unten drücken. Und jetzt senken wir nacheinander ein Bein. Tief und wieder heben. Tief und wieder heben. Bewusst langsam arbeiten, dafür aber umso mehr die Spannung im Bauch halten. Tief und wieder hoch. Senken und immer den Kontakt mit dem Rücken halten auf dem Boden. Und tief und wieder heben. Tief und wieder heben. Tief und wieder heben. Tief und wieder heben. Die letzten 8 und 7, 6 und 5. Bauchspannung halten, noch 4 und 3 und 2 und 1 und halb. Für unsere vierte Übung legen wir uns wieder auf die Seite. Die Beckenknochen sollen möglichst senkrecht sein und auch bleiben. Bauch ist fest. Jetzt heben. Oberkörper hochziehen und wieder senken. Die Betonung liegt auf Ziehen. Die Arme helfen nur bedingt. Bauch fest anspannen und nun geht's los. Den Oberkörper heben und wieder senken. Heben, ausatmen und wieder senken. Bewusst in die Taille ziehen und wieder senken. Heben und wieder senken. Das Becken immer schön senkrecht lassen und wieder senken. Heben und wieder senken. Heben, ausatmen und in die Länge wieder ein. Heben und senken. Noch 2 Mal. Heben und senken. Und letztes Mal heben und senken. Wir wechseln die Seite. Wieder schön lang machen und los geht's. Heben und senken. Der Bauchnabel ist fest nach innen gezogen und wieder senken. Heben, die Taille ziehen und wieder senken. Heben, ausatmen und wieder senken. Heben, ziehen und wieder senken. Heben, ziehen. Und wieder senken. Heben und wieder senken. Noch 4 Mal. Heben und senken. 3 und wieder ab. 2 und wieder ab. Und einmal noch heben und senken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Annette und ihrem Team fürs Mitmachen und ich hoffe, dass so einige Anregungen dabei waren. Danke, Carola, dass du da warst und die Übungen haben uns sehr viel Spaß gemacht und wir werden sie auf jeden Fall mit in die Pilatesstunde mit einbauen. Dankeschön. Das war's schon wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie fit und gesund.